Ich bin hier. Was ist mit deinem Funkgerät? Funktioniert's jetzt? Manchmal geht es, manchmal nicht. Purer Zufall. Susie, Logan, ich schwöre, ich schlitze sie auf und esse ihre Eingeweide. Bernie, Ralph, auf euch. Ich liebe euch. Was jetzt? Erinnerst du dich an den Beginn des Niedergangs, Aiden? Nur vage. Ich kann mich erinnern, als wäre es gestern gewesen. Wir hatten die Kirche eine Weile gegen die Infizierten verteidigt. Meine Mutter hatte das Sagen. Sie verlor täglich Dutzende Leute. Sie hielt alle am Leben, während ich Barney im Auge behielt. Sie flehte die Peacekeeper um Hilfe an, wurde aber ignoriert. Schließlich wurde sie verletzt. Es war Dämmerung. Sie brachten mich zu ihr, aufs Dach der Sakristei. Sie sah mich und nahm mir das Versprechen ab, mich um meinen Bruder zu kümmern. Sie sagte das, als würde sie mir ein Auto leihen und sicher gehen wollen, dass ich es unbeschädigt zurückbringe. Danach ernannte sie Karl zu ihrem Nachfolger, mit mir an seiner Seite. Du wirst einmal ein viel besserer Anführer sein als Karl, sagte sie. Aber solange die Welt brennt, hören die Menschen nicht auf jemanden, der so jung ist. Sie lag falsch. So habe ich mein ganzes Leben lang gedacht. Aber jetzt nicht mehr. Jetzt verstehe ich meine Mutter. Als Anführer musst du skrupellos sein. Damals war ich nicht bereit. Jetzt bin ich es. Ich glaube, ich weiß, wovon du sprichst. Und ich weiß, was Verlust bedeutet. Sprichst du über jemand Bestimmtes? Über meine Schwester. Tut mir leid. Na, vielleicht muss es das nicht. Wir werden sehen. Und deshalb bist du in die Stadt gekommen, oder? Wegen ihr? Ja. Sophie, wir müssen reden. Zeit zu handeln. Je schneller wir das hier durchziehen, desto weniger vorbereitet sind Jack und Joe. Aiden, Aiden. Lass uns nochmal von vorn anfangen. Hier, trink dir ein bisschen Mut an. Solltest du vor einer Mission wirklich so viel trinken, Barney? Ich? Ich hab die stärkste Leber in ganz Wildor. Kümmer dich um dich selbst, Pilger. Wo ist Sophie? Dort. Auf dem Dach. Ich hab dich im Auge, Pilger. Bist du hier, um rumzulocken? Anscheinend beobachten uns die Peacekeeper. Lass sie nur schauen. Was mit Jack und Joe passiert ist, das können wir auch mit ihnen machen. Du sagtest, es sei Zeit zu handeln. Wir handeln. Ich habe 3 Späher zum Lager geschickt. Karl und die Kristalle müssen irgendwo im Gebäude sein. Viele Wachen. Die meisten schlafen wahrscheinlich. Es gibt ein paar Eingänge ins Lager. Der Vordereingang wäre Selbstmord. Da sind die meisten Wachen. Du gehst zuerst rein. Wir schlagen uns von der anderen Seite aus durch. Wir nehmen sie in die Zange. Wenn irgendetwas schief geht, ziehen wir uns in die Basis zurück. Wo? Das Tango-Motel. Thank you.
Tür! Planänderung, Aiden. Sie haben unser Versteck angegriffen. Wer? Sophie? Meine Männer sind dort. Finde Karl! Rette ihn und beschaffe unsere Kristalle. Schnell! Ich tue, was ich kann. Wem habe ich ans Bein gepisst, um das zu verdienen? Ist das bald vorbei? Gefällt mir gar nicht. Thank you.
Ernst? Willst du mich verarschen? Hier stimmt was nicht. Ziel dich nicht so und lass uns tanzen!
zur Hölle? Das kann nicht sein. Wie zum Henker ist das passiert? Damit zum Arzt?
Ich bewundere Sophie. Sie ist 10-mal so mutig wie Carl. Bravo, Pilger. Die Greenwood-Familie. Pilger, wo sind die anderen? Sie wurden angegriffen. Wo sind die Kristalle? Da drüben. Funke Sophie an. Schnell. Sophie? Ich hab Carl. Es geht ihm gut. Was ist mit euch? Sophie? Sophie! Bist du da? Du musst ihnen helfen, Aiden. Wohin soll ich gehen? Zum Tango Motel. Dort ist Sophies Versteck. Lauf! Schnell! Gut, dass du da bist. Die Gerüchte besagen, dass die Wasservorräte fast aufgebraucht sind. Das wird ein schlechtes Jahr. Interessiert dich irgendwas? Gute Wahl! Wir haben einen Gewinner! Sehr gut, Kumpel. Das ist ein Deal. Lass uns das wiederholen. Endlich hat diesen Wichsern mal jemand gezeigt, wo der Hammer hängt. Und noch was, Hakon. Das Versteck von Sophie und Barney wurde angegriffen. Es könnten Peacekeeper sein. Fuck. Denk daran, warum du hier bist, Aiden. Wir sollen in den Zentralring gelangen und uns nicht in lokale Konflikte einmischen. Misch dich nicht in diese Sache ein. Geh zurück zur U-Bahn. Wir sagen Aether, was wir haben. Vielleicht lässt er uns dann durch.
Du hast recht. Ich mache mich auf zur U-Bahn-Station. Clevere Entscheidung. Ich melde mich.